Über das Wahlergebnis sprechen wir mit Dorothea Schupelius vor dem Kanzleramt und Lutz Staudel in Sonneberg. Und genau dort wollen wir starten. Lutz, dieses Wahlergebnis, was genau bedeutet das für den Landkreis? Wie viel Einfluss hat der Landrat da tatsächlich? Im Grunde ist ein Landrat, egal in welchem Landkreis er vorsteht, eher ein Verwaltungsbeamter. Das kann man, glaube ich, so sagen. Er muss Beschlüsse anderer umsetzen. Also was ein Landrat zum Beispiel nicht hat, sind irgendwelche Befugnisse in Sachen Flüchtlingspolitik. Er bekommt die feste Quote von Flüchtlingen zugewiesen und da ist auch nicht vorgesehen, dass man dagegen in Einspruch gehen kann. Er wird natürlich nicht aus dem Euro austreten oder die Grenze zumachen. Die nächste wäre die nach Franken. Was in die Zuständigkeit eines Landkreises fallen, das sind dann Dinge wie Schulsanierungen, das ist Straßenausbau. Also das sind Dinge, die man wirklich vor Ort klären muss. Und der Landrat ist eben auch der Chef von mehreren hunderten Angestellten, die er führen, die er leiten muss. Also all das muss Esselmann leisten. All die Dinge, mit denen er eigentlich Wahlkampf gemacht hat, auf die hat er in der Regel keinen Einfluss. Also er kann da nicht ran, er kann nicht sagen, mein Landkreis nimmt keine Flüchtlinge mehr. Und deswegen hofft die AfD eben, dass sie nun Schritt für Schritt mit diesem Präzedenzfall sich hocharbeitet. Wir haben nächstes Jahr in Thüringen Landtagswahlen und da steht die AfD momentan bei knapp über 30%. Und wenn man sich dann überlegt, dass es unwahrscheinlich ist, ob es die FDP überhaupt wieder in den Landtag schafft, dann sind die Hürden für eine absolute Mehrheit dort nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt. Also das ist eine enorme Herausforderung für die Gegner. Die Frage ist, wenn man mit den Leuten spricht, ob dieses alle gegen die AfD eben wirklich auf Dauer ein Modell ist, was auch der Demokratie nun ja, Früchte trägt, ob das wirklich gut ist, weil es eben eher polarisiert. Und in dem Fall hier gab es ja ein wirklich klares Ergebnis für den AfD-Kandidaten. Also, es wird erstmal in der Politik des Landkreises keine großen Unterschiede geben, aber die Außenwirkung, die ist eben stark und darauf ist man eben stolz. Und wie ihr berichtet habt, wenn nun alle anderen entsetzt sind, dann ist das genau das, was der Wähler hier im Landkreis Sonneberg wollte.